Welche Rolle spielt die körperliche Behandlung in der psychosomatischen Rehabilitation? Wenn man da davon ausgeht, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht, eine große Rolle. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass körperliche Behandlungen, wie zum Beispiel eine aktivierende Körpertherapie, sich auch positiv auf die Psyche auswirken. Welche Ziele stehen denn im Vordergrund? Ziel der Physiotherapie wäre zum Beispiel die Körperwahrnehmungsfähigkeit zu verbessern, weil man weiß, dass eine verbesserte Körperwahrnehmungsfähigkeit dazu führen kann, dass sich der Patient wohler in seinem Körper fühlt, sich mehr getraut, sich zu bewegen und dann am Ende auch zufriedener ist. Das Ziel der psychosomatischen Rehabilitation im Ganzen wäre, dass der Patient wie lernt, mit seinen körperlichen und psychischen Problemen besser umzugehen, um so zu mehr Lebensqualität zu kommen. Welche Behandlungsmöglichkeiten in der Physiotherapie stehen dafür zur Verfügung? Es gibt aktive und passive Behandlungsmöglichkeiten, wobei die aktiven im Vordergrund stehen. Da zum Beispiel lernen Patienten Körperwahrnehmungsübungen, Entspannungstechniken oder ein spezifisches körperliches Aufbautraining. Einige der Therapien finden hier in der wunderschönen Natur auf dem Hasliberg statt. Welche anderen Therapiearten werden hier schon noch angewendet? Wir arbeiten in einem Spezialistenteam, wo unter anderem noch Ergotherapie angeboten wird, Sporttherapie oder passive Massnahmen wie zum Beispiel Akupunktur oder verschiedene Massagen. Welche Erfahrungen in Bezug auf die Behandlungsergebnisse habt ihr in eurem Arbeitsalltag? Ich mache die Erfahrung da bei der Arbeit, dass Patienten sich in der Reha zunehmend wohler fühlen in ihrem Körper und durch das aktiver werden. Und es bestätigt auch die hohe Patientenzufriedenheit in der Umfrage. Letztendlich ist es ein Verdienst vom gesamten Behandlungsteam, also von der Pflege, der Hotellerie, der Ärzte, der Psychologen und auch dem Sozialdienst.